Herzlich willkommen zum zweiten Video, heute mit dem Johannes Berg. Servus Johannes. Grüß dich. Du warst ja schon mal bei uns in der Moped Show mit Lucky Man. Schon zweimal, siehst du. Bist Mitglied bei der Rennleitung 110, genau. Bist aber kein Polizist, du bist Anwalt für Strafrecht. Richtig. Genau. Falls ihr Probleme habt in der Richtung, verlinken wir deine Kanzlei unten in der Videobeschreibung. Und du kennst dich auch so ein bisschen mit Motorradfahren aus, möchte ich meinen. Ja. Und mit dir wollen wir uns auch mal die Videos angucken. Läuft wie beim letzten Mal, kurze Einblender, Quelle verlinkt. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr das Video nochmal ganz anschauen. Wir blenden es kurz ein und beschreiben es nochmal für euch. Erstes Video, zu schnell gefahren, rasant fahrende Motorradgruppe wird angehalten. Ja, was ihr in dem Video seht, das Motorradfahren wird einfach angehalten bei einer Kontrolle. Also der war gar nicht so rasant gefahren, was bei dem aufgefallen ist. Er hat nur eine GoPro am Helm, die lief. Und der Beamte klärt ihn darüber auf, dass das nicht legal ist, mit einer GoPro am Helm, die läuft, um zu fahren. Das diskreditiert jetzt meinen Berufsstand als YouTuber. Deshalb die Frage an dich, stimmt es? Darf ich gar nicht aufnehmen mit einer GoPro im Straßenverkehr? Also man muss differenzieren. Man kann grundsätzlich schon aufnehmen, das ist insbesondere legal, Dashcams zu benutzen. Man darf allerdings nicht dauerhaft und anlasslos einfach so aufnehmen, dass ich mir jetzt vorne an den Helm oder an die Brust oder irgendwo die GoPro dran mache und nehme dann andere Verkehrsteilnehmer auf, die dann unter Umständen irgendwann mal im Internet auftauchen. Da muss ich natürlich darauf achten, deren Persönlichkeitsrechte zu wahren. Du bist da ziemlich Ausnahme, weil du ja einen ganz guten Anlass hast, nämlich deine Videos zu produzieren. Natürlich musst du dabei auch darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwie jemanden bloßstellst. Also wenn du jetzt ein Wohnmobil überholst und da jemand gerade während der Fahrt unter der Dusche steht oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt auf YouTube hochladen. Okay. Gut, ist mir jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Ja, hätte ein Sturz werden können. Gut, also wovon man aber ausgehen kann, ist, wenn ich jetzt wirklich komplett eskaliere auf meinem Motorrad, die Polizei hört es schon, ja, die messen mich vielleicht noch und sehen dann die GoPro, dann können die relativ sicher beschlagnahmen. Ja, also, absolut. Die ganze Kamera oder nur die Speicherkarte? Erstmal nur die Speicherkarte, also da gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das heißt, man muss so gering wie irgend möglich in die Rechte eingreifen, weil dir die GoPro gehört, ist dein Eigentum, muss man das so weit wie es geht beschränken. Wenn man jetzt jemanden hat, der sich technisch auskennt, der sagen kann, da ist sicher nur was auf einer Karte speicherbar, er hat keinen internen Speicher, wird die Karte genügen, aber sobald die Polizei eben unsicher ist und sagt, vielleicht hat diese Kamera einen internen Speicher, das ist jetzt keine GoPro, das ist irgendwas anderes, dann nimmt man eben die ganze Kamera mit. Okay. Was die Person in dem Video auch noch sagt, ist, er hatte mal einen Unfall oder zwei sogar und hat es aufgenommen mit der GoPro und das wurde dann vor Gericht zu seinen Gunsten ausgewertet. Kann das sein? Genau, also relativ aktuell jetzt auch nochmal sichergestellt worden, höchstrichterlich, dass man auch zivilrechtlich solche Dashcam-Aufnahmen verwenden kann, sogar wenn ein Verstoß gegen Vorschriften nach dem Datenschutz vorliegt. Wenn es also um eigene Beweiszwecke geht, dann kann man es nutzen. Genauso wie es eben im Strafrecht jetzt gegen einen selbst verwendet werden kann. Aber umgekehrt natürlich auch, was mir jederzeit frei steht, liegt mir etwa zur Last. Ich hätte mich von Punkt A zu Punkt B in fürchterlicher Art und Weise bewegt und hätte jetzt da ein illegales, verbotenes Kraftfahrzeugrennen gefahren. Ich habe die Fahrt aufgenommen, kann ich dann nochmal zu meinem Anwalt gehen, dem das zeigen. Unter Umständen kann man mit der Fahrweise dann gerade argumentieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Anführungszeichen Rundenzeit auf irgendeiner bekannten Strecke, die häufig befahren wird, dadurch erreicht habe, dass ich auf einer völlig freien Geraden eine Zeit lang über 200 gefahren bin und war da von meiner subjektiv gefühlten möglichen Höchstgeschwindigkeit noch weit entfernt, kann man damit sogar den 315D widerlegen unter Umständen. Okay. Also laufen lassen. Kamera laufen lassen. Aber so eine normale Dashcam, also wirklich eine, die aufnimmt, die Aufnahmen nach einer halben Stunde oder so, die ist komplett unproblematisch. Ja. Okay. Gut, cool. Das gleiche Video kennt ihr auch vom letzten Mal mit dem Video mit dem Rick schon. Und zwar geht es um die Afrika-Twin, die nicht mehr aussieht wie eine Afrika-Twin. Heck modifiziert, Scheinwerfer vorne, die Bremsleitung ist wohl nicht ganz sicher. Ganz unangenehme Situation, so allein vom Zuschauen schon. Das Motorrad wird beschlagnahmt im Endeffekt. Muss ich dem zustimmen? Kann ich da rechtlich an der Stelle noch irgendwas unternehmen oder habe ich jetzt einfach Pech in dem Moment?
Also in dieser konkreten Situation ist es abgelaufen. Also da hat er einfach Pech gehabt. Es ist auch tatsächlich ziemlich stark umgebaut. Mhm. Da sieht man, also man kann sich eigentlich so hinter die Ohren schreiben, wenn ich Umbauten vornehme, für die keine ABE oder was Vergleichbares vorliegt, ich muss die also abnehmen, muss die eintragen lassen, dann sollte ich das in Gottes Namen auch tun. Mhm. Denn es ist so, beim, was da ja immer Thema ist, jetzt hier Beachtung und Kontrolle insbesondere, Erlöschen der Betriebserlaubnis, 19.2, StVZO, Rick hat es beim letzten Mal auch schon erklärt, da ist es so, diese Vorschrift gehört eigentlich zum materiellen Recht, bestimmt also, wann geht die Betriebserlaubnis verloren. Die ist allerdings sehr, sehr stark für den Rechtsanwender ausgestaltet, weil das eben in der konkreten Situation sehr schwierig ist zu beurteilen, bleibt die Betriebserlaubnis bestehen oder nicht, habe ich jetzt tatsächlich eine Gefährdung, wenn die Polizei annehmen kann. Das könnte tatsächlich eine Gefährdungserwartung von Verkehrsteilnehmern darstellen. Dann werden die im Zweifel sagen, gut, können wir nicht beurteilen, wir brauchen einen Sachverständigen, der ist nicht vor Ort, dann wird beschlagnahmt. Dagegen kann man dann zwar den Rechtsweg beschreiten, allerdings bringt es nicht das Motorrad sofort zurück. Was wäre in dem Fall, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin? Nehmen wir jetzt mal so ein Bike wie MV Augusta, gab so eine 800 Dragster, die hatte so eine super krasse Speichenfelge. Ja? Jetzt kennt die, der Polizist kennt das Motorrad nicht und sagt, hey, die hast du nachträglich da reinbauen lassen, du hast nicht eingetragen, das Bike wird beschlagnahmt. Was mache ich jetzt? Und was würde ich dann in dem Fall tun? Das ist ja legal offensichtlich. Ne? Und was könnte ich da tun? Genau, also da durchaus versuchen, mit der Polizei dann zu reden. Jetzt nicht eine sinnbefreite Diskussion anfangen, vor allem nicht laut werden oder ähnliches. Das ist niemals eine gute Idee. Was man machen kann, ist dann zum Beispiel im Internet Bilder raussuchen und zu zeigen, hey, die sehen alle so aus. Guck mal, ich kann das hier auf Google aufrufen, 10 Bilder, es ist immer die gleiche Felge, das ist definitiv original. Können wir vielleicht beim Händler anrufen, beim Importeur anrufen, was auch immer, die können bestätigen, dass das ein Originalteil ist. Also da würde ich mich dann nicht so einfach beschlagen geben und sagen, gut, dann rufe ich mir ein Taxi oder fahre beim Kollegen unten drauf mit. Okay. Im Zweifel, das bringt alles nichts, sie beschlagen meine Drexler mit der legalen Felge, kann ich danach wahrscheinlich Rechtsmittel einlegen, das heißt, zu dir zu einem Anwalt gehen und sagen, hey, wenn man Bike geschlagen hat, da ist überhaupt nichts illegal dran. Genau, also normalerweise wird in der Situation ein Sachverständiger beauftragt werden, der wird das gute Stück dann aber wieder zurückgehen lassen, weil der schon feststellen wird, dass da eben keine Manipulation vorgenommen ist. Zumal jetzt gerade bei Felgen gibt es auch relativ aktuell gibt's Entscheidungen, sogar wenn ich jetzt bei einer Doppel-R oder ähnlichem, wo sehr beliebtes Carbonfelgen einbaue, erfüllen die nicht den Tatbestand der Gefährdungserwartung. Also da habe ich sogar gute Chancen, das sind Teile, die nicht für den Straßenverkehr gedacht sind, sondern für die Rennstrecke, hat man aber eingebaut, dann stehen dort ganz gute Chancen, sogar damit weiterzukommen. Und was ist mit den Kosten, die da entstanden sind durch den Abschlepper? Wenn nichts nachgewiesen wird, da kann ich natürlich Glück haben. Das ist der zweite Punkt, den man immer beachten sollte, was wir vorhin gemeint haben. Wenn ich was nicht eingetragen habe, dann bin ich immer in der Gefahr, irgendwelche Kosten zu fangen. Denn wenn ich veranlasse, was dann später passiert, dadurch, dass es ziemlich komisch aussieht, werde ich im Zweifel für die Kosten verantwortlich sein. Das heißt, auch nochmal Sicherheits-ABE mitnehmen, KBA, Zettelchen, whatever mitnehmen, wenn ich nichts davon habe, eintragen lassen, genau. Über TÜV und dann. Genau, wenn man jetzt wirklich ein Teilegutachten mitgeliefert bekommt, dann unbedingt die Eintragung vornehmen lassen. Das ist unter Juristen zwar streitig, welche Rechtsfolge dann eintritt, ob man dann einen Ausnahmefall zu diesem Absatz 2 im 19 StVZO hat oder nicht. Wenn bloß die Änderungsabnahme fehlt, da ist meine Meinung auch gestützt durch zumindest ein bisschen Rechtsprechung, die da ist, eine überwiegende Literatur, dass das nichts ausmacht, dass man dann trotzdem einfach nur beim Absatz 2 bleibt, dass also der Ausnahmetatbestand dann nicht gegenständlich ist, nicht dadurch dann die Betriebserlaubnis verloren geht. Es ist allerdings einfach so eine Beurteilungsfrage der Praxis, was dann passiert. Also wie gesagt, wenn es der Polizeibeamte vor Ort nicht beurteilen kann, dann liegt auf der Hand, dass er einen Sachverständigen ruft, um nachgucken zu lassen. Okay. Also auch wie der Rick gesagt hat, in dem Fall traurig, aber ja, Pech ist richtig. Okay. Das nächste Video haben wir auch schon mal gesehen, beim Rick, illegale Straßenrennen, Motorradraser flüchtet. Innerhalb vom Video eben
Die zwei werden, sind zwei Biker, die werden gemessen, die überholen sich wohl auch. Ein Polizist steht da, schwenkt die Kelle. In dem Moment merken sie es nicht so gut, drehen um, werden aber von der Polizei gestellt, gefasst und es ist mein Lieblingsparagraf im Gespräch, der 315d. Ja. Meine Frage an dich, können die das einfach so machen? Können die einfach sagen, ich habe gesehen, ihr seid zu schnell gefahren, ihr habt euch gegenseitig überholt, das ist unbedingt ein illegales Kraftfahrzeug? Also wir haben noch zwei Seiten zu beachten. Es gibt einmal die materiellrechtliche Frage, haben wir daran 315d? Das ist keine Frage, die die Polizei abschließend beantwortet. Mhm. Da bewegen wir uns dann wieder im prozessualen Bereich, nicht im materiellrechtlichen. Das ist also einerseits hier die Frage, 315d, ja, nein. Der hat vier Voraussetzungen im objektiven Tatbestand im Wesentlichen. Das ist also einmal eine nicht angepasste Geschwindigkeit, da dürfen wir drin sein. Ob das jetzt grob verkehrswidrig ist, mit dem bisschen, was wir jetzt aus dem Video wissen, wir haben die Fahrer nicht gesehen, würde ich eher sagen, nein. Rücksichtslosigkeit wohl auch nicht. Und jetzt auch die Geschwindigkeit mal so objektiv 114, egal ob jetzt vielleicht nur 60 erlaubt waren, ist ein bisschen arg wenig, um zu unterstellen, dass man da versucht hat, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Was halt häufig dort verwirrt, es gibt ein paar Entscheidungen, wo dann Obergerichte oder der Bundesgerichtshof mal darauf hingewiesen haben, wenn ich vor der Polizei flüchte, dann kann ich gegebenenfalls im verbotenen Kraftfahrzeug rennen. Als Einzelrennen kann ich drin sein. Richtig sagt man ja, die alleinige Geschwindigkeitsjagd, weil diese Nummer 3 auch systematisch in dem Tatbestand völlig falsch ist. Das wirkt sehr, sehr viel von dem Unverständnis der Leute. Hat der Gesetzgeber eben sehr doof gemacht. Damit müssen wir aber eben arbeiten. Und hinsichtlich jetzt dieses Merkmals, höchstmögliche Geschwindigkeit, dass ich die ich erreichen kann, muss ich sehen, mir kann ja genügen, so und so schnell zu fahren, damit mir die Polizei nicht folgen kann. Ich kann vermeiden, angehalten zu werden, bin aber eben noch nicht so schnell, wie ich meine, überhaupt fahren zu können. Also meine subjektiv empfundene relative Höchstgeschwindigkeit habe ich nicht. Ich könnte 150, mir reichen 120, um fortzukommen, dann ist gut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, was die Polizei jetzt hier prozessual gemacht hat. Und da muss man sagen, das war nicht gerade berühmt. Also das fängt jetzt schon an, dass erstmal belehrt wird wegen einer Ordnungswidrigkeit. Dann fällt mitten in dem Diskutieren hin und her, nachdem der Ampel jetzt, also das heißt ja dann im Video, er hat alles geleugnet bzw. keine Angaben gemacht, er hat relativ viel gelabert, was man dann alles später im Verfahren verwerten kann, also war nicht besonders klug. Dann kommt es aber, dann belehren die mittendrin nochmal neu und sagen, ach, da fällt mir jetzt gerade ein, 315d kommt in Kraft. Danach, das war es dann auch mit der Belehrung, sollte eigentlich eine qualifizierte Belehrung erfolgen. Die muss dann nämlich lauten, hör mal, Fehler gemacht. Als wir jetzt am Anfang gesagt haben, da kommt eine Ordnungswidrigkeit in Betracht und keine Straftat, war diese Belehrung unvollständig. Und alles, was du bisher gesagt hast, unterliegt einem Beweisverwertungsverbot. Das nennt man qualifizierte Belehrung, die hat ja auch noch gefehlt. Also da ist es jetzt prozessual ein bisschen in die Hose gegangen, was man natürlich sagen muss, was die richtig gemacht haben. Die Polizei beurteilt nicht endgültig, ist es 315d, ja, nein, das macht die Staatsanwaltschaft und wird dann entweder das Verfahren einstellen, wovon ich hier ausgehe, oder eben Anklage erheben oder irgendwas dazwischen machen, wie Einstellung gegen Geldaufgaben, was es alles gibt. Aber da ist die Polizei nach dem Legalitätsgrundsatz eben gezwungen, ein Verfahren einzuleiten, das der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Und was mache ich in diesem Fall als der Biker? Nichts mehr sagen, Anwalt anrufen. Genau, hier also wäre es ganz konkret wichtig, die Belehrung, habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, da hätte natürlich auch noch der Hinweis erfolgen müssen, dass man das Recht hat, einen Anwalt zu kontaktieren. Wenn man dann dran denkt und es selber zum Glück weiß, sollte man das machen. Unter Umständen kommt man auch nicht durch, was jetzt hier nicht so schlimm wäre, aber grundsätzlich ganz wichtig, Schweigen ist Gold. Bloß keine Angaben machen. Und soweit man jetzt aufgefordert wird, hier bei freiwilligen Maßnahmen mitzumachen, muss man sagen, das ist eine sehr schwierige Frage. Die würde ich im Idealfall nicht allein entscheiden, sondern gerade die nur in Rücksprache mit dem Anwalt. Insbesondere im Bereich, was man eben jetzt unterstellt hat, Drogen oder Alkohol in einer Höhe, die eine relative Fahruntauglichkeit ergeben kann, also 0,3 bis 1,1 Promille, kann man fahruntauglich sein, kann sich dann strafbar machen in Trunkenheit und Ähnlichem im Verkehr.
Allerdings nur dann, wenn ich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeige. Wenn die bei der Fahrt nicht aufgefallen sind und ich mache dann bei diesen Tests mit und die merken, der Junge verträgt ja mit 0,9 Promille überhaupt keinen Alkohol, der fällt hier bald um, dann habe ich ein Eigentor geschossen. Das heißt, da würde ich mich eher weigern, wenn ich vermute, ich bin in dem Bereich, habe ich jetzt einen Bereich, ich weiß, ich habe ziemlich viel Schnaps getrunken und ungefähr so die 2 Promille, kann man sagen, das ist auch relativ egal, dann ja, hilft nichts mehr. Also da muss man sagen, da habe ich auch kein Verständnis und kein Mitleid mehr. Also, richtig. Wenn man Motorrad fährt, dann einfach nüchtern, 100% nüchtern. Ja. Bringen wir nochmal zum nächsten Video, Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Das war das Video, wo der arme junge Mann rausgezogen wird, Kennzeichenwinkel zu steil, Kettenschutz fehlt, haben wir schon geguckt, ist bei dem Bike ein bisschen schwierig. Was kann ich da jetzt rechtlich machen, wenn ich das Bike so gekauft habe? Also ich mit meinem Leinlauf und Rechtsverständnis würde sagen, okay, ich bin halt verantwortlich dafür, weil ich das Motorrad führe. Aber was kann ich in so einem Fall konkret tun? Also was jetzt den Kennzeichenwinkel angeht, der ist tatsächlich zu steil. Also das kann man zumindest mal schwer ablesen. Das heißt, das muss man zumindest ändern. Der Rick hat es ja eigentlich alles schon ausgeführt, jetzt im Kettenschutz, klar, der fehlt. Und das Auftreten von den Beamten war nicht gerade ganz optimal. Der junge Mann tut mir wirklich leid. Und da muss man eins bedenken, es gibt zwar überall bei den Bußgeldtatbeständen, die er jetzt hier schon verwirklicht hat, gibt es natürlich Regelsätze, die sind aber für Erwachsene gedacht und in der Regel auch für Leute, die im Erwachsenenleben entweder Geld verdienen oder halt verschuldet kein Geld verdienen, weil sie zu faul sind oder ähnliches. Und hier für so einen jungen Kerl ist grenzwertig. Ne? Ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich hätte in der konkreten Situation, ich bin kein Polizeibeamter, aber das unterliegt hier dem Opportunitätsgrundsatz. Das heißt, man muss nicht verfolgen. Man hätte andere Möglichkeiten gehabt. Unter Umständen hätte ich gesagt, komm, wir schrauben dir das jetzt mal in den richtigen Winkel. Dann zahlst du 25 Euro Verwarnung und dann kannst du weiterfahren. Aber rein rechtlich behandeln sie theoretisch korrekt und man kann nichts machen. Ja, das ist an sich so in Ordnung. Es ist eben auch so, Ordnungswidrigkeitenrecht, Bußgeldrecht ist kein Strafrecht. Da gilt nicht so der Bestimmtheitsgrundsatz, wie er im Strafrecht vorhanden ist. Es gilt auch kein Legalitätsgrundsatz, das heißt, es muss nicht verfolgt werden. Und die ganzen Regeln dementsprechend sind viel ungenauer. Und jetzt gerade bei Vorschriften hatten wir schon den 19 StVZO. Genauso, wenn es jetzt sonst um Sicherheit von Kraftfahrzeugen geht, die bestimmten Zuständen entsprechen müssen, also Verstöße gegen 30 StVZO, da hat man so ein gewisses Spektrum, wo man natürlich auch was zugeben kann. Gut, wir springen nochmal ein Video weiter. Krachmacher und Vollgas-Fraktion unzulässige Motorräder. In dem Video wird ja eine Halle rausgezogen, wo der Primärantrieb, wo die Primärantriebsabdeckung fehlt. Die Weiterfahrt wird untersagt. Der Halle-Fahrer nimmt es mit Fassung. Ne, ist natürlich ganz im Gegensatz zu seiner Frau. Ja. Ganz im Gegensatz zu seiner Frau. Die echauffiert sich ein bisschen arg über die Szene. Aber was empfiehlst du in der Kontrolle? Was muss man erdulden? Und gibt es einen Moment, wo man ihnen sagen kann, jetzt ist Schluss, bis hier und nicht weiter? Also, ich meine, da muss man unbedingt jetzt, gerade in Anbetracht von dem Verhalten dieser Frau, muss man natürlich mal beide Seiten im Blick nehmen. Also einerseits jetzt für Betroffene, die sind mit dem Motorrad relativ weit unterwegs. Glaube ich auch, so wie die aussehen, dass die jetzt nicht selber geschraubt haben. Wenn die dann sagen, ja, haben das für teuer Geld mal das extra machen lassen, ist halt ziemlich blöd gelaufen. Daraus ergibt sich dann aber auch ein entsprechender zivilrechtlicher Anspruch. Also wenn ich zu einem Fachhändler gehe, beauftrage den, irgendwas einzubauen, der macht das dann einfach, ohne mir zu sagen, also damit darfst du dann aber auf der Straße nicht mehr fahren, das ist nämlich illegal, was ich hier gemacht habe. Der wird dann im Zweifel wohl behaupten, klar, habe ich darauf hingewiesen. Da hat man aber dem Grunde nach zumindest gegen den Ersatzanspruch. Und eigentlich ist das hier auch der Schuldige, wenn der sowas für teuer Geld einbaut. Der Beamte ist wirklich sehr, sehr professionell, sehr ruhig. Also wie er das hier mit großer Gelassenheit hinnimmt. Wo ist der Punkt erreicht? Oder weiß nicht, wo es zu viel ist. Gibt es sowas? Also kann ich irgendwie sagen,
ich mache das nicht mehr mit, oder? Ja, das ist, ich meine, klar, es gibt bei uns in alltäglichen Verfahren, haben wir immer mal wieder was auf dem Schreibtisch. Das fängt an als allgemeine Verkehrskontrolle. Dann heißt es, Fahrzeug, egal ob Auto oder Motorrad, wird beschlagnahmt, Weiterfahrt untersagt. Und das Ganze endet dann nicht nur in einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sondern einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Was Sie aber nicht empfehlen an der Stelle. Nee, muss man dazu sagen, der tätliche Angriff gibt immer Freiheitsstrafe. Mhm. Das ist Freiheitsstrafe nicht unter 3 Monaten, beziehungsweise unter 6 Monaten. Das ist kein Spaß mehr. Mhm. Also da wird es dann wird's schnell richtig ernst und wir wissen ja auch darum. Mhm. Ja, zu Recht. Aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Was so, manchmal habe ich das Gefühl, also manchmal überschreiten vielleicht manche Polizisten ihre Kompetenz. Ja? Sind auch nur Menschen, sagt der Erik immer, haben einen schlechten Tag gehabt vielleicht mal. Aber großartig was machen kann ich ja nicht. Oder? Also theoretisch, ich habe auch Erik das gefragt, ich kann ja ein Tonbandgerät mitlaufen lassen. Ich muss den Beamten dann im Zweifel darüber aufklären oder sagen, hey, ich will es dafür aufnehmen. Mir ist das gerade sehr, sehr unangenehm, was hier passiert. Mhm. Empfiehlst du sowas im Zweifel oder muss das schon wirklich arg? Also das ist jetzt erstmal situationsabhängig. Was jetzt Tonbandaufnahme oder sogar eine Videoaufnahme mit dem Handy angeht, würde es mich sehr wundern, wenn da jetzt Beamte sagen würden, ja klar, kein Problem, nehmen Sie es ruhig auf, macht mir nichts. Kenne ich so nicht, also habe ich noch nie irgendwo gehört. Was man machen kann, um es vielleicht mal plastisch zu erläutern. Wenn ich jetzt einen Klassiker habe, es wird Reifenprofiltiefe genommen. Und das ist jetzt jemand, der es nicht so richtig versteht technisch, der misst nicht in der Hauptrille, sondern in der ganz dünnen, die natürlich immer niedriger ist, also die Reifenprofiltiefe oder Mindestprofiltiefe, ab Werk unterschritten hat und meint dann, deine Reifen sind abgefahren, ich untersage die Weiterfahrt. Dann ist ganz wichtig, natürlich cool zu bleiben in der Situation und dann zu sagen, damit bin ich nicht einverstanden, sachlich. Ich hätte gern, dass dann noch ein Kollege von Ihnen drauf guckt und ich möchte auch, dass Sie ein Foto machen und aufschreiben, dass Sie diese Rille hier, die dünne Rille, gemessen haben und bitte noch den Wert der großen ablesen, der dicken, am besten neben dem Indikator, Profiltiefenindikator dann nochmal messen und das bitte auch notieren, dann werde ich mich später drum kümmern. Okay. Das heißt, man kann auf einer argumentativ sachlichen Ebene Widerstand leisten. Genau. Man soll sich natürlich so gewisse Sprüche, sollte man sich vielleicht besser schenken. Ja, also nach Möglichkeit nicht sagen, Sie hören von einem Anwalt, das ist die Erwachsenenversion von, das sage ich meiner Mama. Ja. Wollen wir nicht erst recht nicht drohen oder irgendwelchen Unfug erzählen. Man kann sagen, das nehme ich so nicht hin. Ich werde einen Rechtsweg beschreiten. Ich wäre dankbar, wenn Sie das dann so aufnehmen könnten. Dann sind wir fertig. Im Zweifel selber nochmal irgendwas aufnehmen davon? Also wenn ich jetzt zufälligerweise so ein Messgerät dabei habe, das in dem Moment nochmal messen und vielleicht so das Polizeiauto mitfotografieren noch auf den Bildern oder so? Ja, dann ist natürlich, wenn man es so versucht, ist es ideal, wenn man es später vor Gericht vorlegen will, dass man dann irgendwie noch das Datum dokumentieren kann. Im Idealfall versucht man dann, wenn die Polizei ein Foto gemacht hat, ein Foto wieder so nachzumachen, dass es ähnlich aussieht, dass sich Gegenstände dann in gleicher Art und Weise drin bewegen. Dann kann man nämlich erkennen, aha, ist tatsächlich die gleiche Position, muss auch am gleichen Tag. Also vielleicht im Zweifel, wenn der Polizist misst, muss er ein Foto machen, mal einen Handschuh auf den Reifen drauflegen zum Beispiel, dann sieht man, der liegt gleich. Okay. Zum Beispiel. Ja. Gut, das war es eigentlich schon mit den Fragen an dich. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal. Ich danke dir. An Johannes für den Rechtsbeistand. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare, fragen an Johannes gerne in die Kommentare, vielleicht liest ihr ein paar davon, ansonsten, es gibt bei der Rennleitung 110 auf dem YouTube-Kanal ein paar Videos, Law to Ride heißen die so. Ja, haben wir gerade erst angefangen. Genau, wo du aber den 315b vollumfänglich erklärst. Ja, also ist wirklich, ist einfach nicht einfach, ist einfach schwierig, finde ich, für Laien. Aber wer da Interesse hat, da gerne vorbeischauen. Ansonsten mal vielen, vielen Dank. Danke. Und ansonsten bis zum nächsten Video.